In diesem Video wollen wir uns mit einem aktuellen Thema beschäftigen, und zwar der Inventur. Ich versuche Ihnen in diesem Video einen klaren und eindeutigen Überblick zu geben, was die Inventur oder was Sie beachten sollen oder was wie zustande kommt. Das ist eigentlich mal das Elementare. Sie müssen wissen, was passiert denn, wenn ich die Inventur abschließe und wie verhält es sich unter Umständen mit Ihren Beständen. Hierzu habe ich mal eine Word-Datei vorbereitet. So, ich ziehe das jetzt einfach mal so rüber, damit wir das ein bisschen so haben. Also das ist alles live, da ist jetzt nichts getürkt oder gefaked, wie auch immer. So, ich habe jetzt hier einfach mal, wir wollen uns 5 Artikel anschauen in verschiedenen Konstellationen. Wir haben unseren Artikel 1, da haben wir 10 Stück im Bestand, okay? So, schauen wir uns an, Artikelstamm 1, 10 Stück, prima. Unser Artikel 2, also das heißt, hier ist auch unser aktueller Bestand 10. Unser Artikel 2 hat Bestand 5, okay, machen wir einfach 5. Schauen wir uns an, ob das stimmt. Artikel 2 hat auch Bestand 5, prima. Artikel 3, hatten wir keinen Wareneingang, haben 2 verkauft, somit haben wir einen Eröffnungsbestand zur Inventur von minus 2. Schauen wir uns, Artikel 3 hat minus 2. Im Übrigen sehen Sie das auch mit F12, wann was gekommen ist, wann was weggegangen ist, also verkauft wurde, wann was abgeschrieben wurde oder wann eine Remission erfolgt ist. So, weiter. Unser Artikel 4, wir hatten nichts im Bestand und haben einen verkauft, also haben wir einen Eröffnungsbestand zur Inventur von minus 1 und da haben wir bei dem Artikel 5 sollten wir 3 da haben. Also Artikel 4 sollte minus 1 sein, jawohl, unser Artikel 5 sollte 3 sein, prima. Jetzt machen wir eine Inventur. Dazu empfehle ich Ihnen immer eine Datensicherung zu erstellen. Also ganz, ganz, ganz wichtig, eine Datensicherung vor dem Abschluss der Inventur. Dann sollten Sie sich die Datensicherung auch irgendwo hinkopieren. Im Installationsordner von Wabi Profi 3 befindet sich ein Backup-Ordner. Und da finden wir nun die letzte Datensicherung, die Sie mit Steuerung, die Sie markieren. Rechtsklick und dann Kopieren sagen. Sich nun einfach ein Verzeichnis erstellen. Rechtsklick ins Leere, neuer Ordner. Und dem benennen Sie halt zum Beispiel Inventur 2016. Dort machen Sie einen Doppelklick, damit Sie in dieses Verzeichnis wechseln und machen wiederum einen Rechtsklick ins Leere und wählen nun Einfügen. So, jetzt habe ich mir die Datei vor der Inventur erstellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Soweit, so gut. Nun gehen wir her und sagen Anwendungen, Inventur, und wir wollen sagen, wir wollen eine Inventur nun anlegen. Hierzu habe ich das schon vorbereitet, oder ich schmeiße das mal wieder weg. Okay. Machen wir es also neu. Okay, Sie klicken auf Anwendungen, Inventur und Sie sagen, Sie wollen jetzt eine neue anlegen. Hier, wichtig, wir wollen den kompletten Artikelstamm inventieren. Das ist ganz wichtig zum Schluss bei der Bewertung von Artikeln. Nun sage ich, ich will die Auswahl übernehmen und will mit der Inventur beginnen. Hierzu holen wir uns nun unser Word-Dokument wieder in den Vordergrund. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen kleiner. So, na komm, geht es. Jetzt hat. Also, unser Artikel 1, sagen wir zählen 9. Ja, okay, wir zählen hier 9. Wir klicken auf den Artikel und sage hier 9, drücke Enter. Unser Artikel 2 hat 6, unser Artikel 3 hat 0, also unser Artikel 2 tun wir so, als ob wir mal 6 zählen. Unser Artikel 3, da zählen wir nichts, da haben wir minus 2 im Bestand. Unser Artikel 4 haben wir 1 und unseren Artikel 5 haben wir 6. Okay, unseren Artikel 4 sagen wir haben 1 da. Und unser Artikel 5 sagen wir haben 6 da. So, Sie erinnern sich, wir hatten als Eröffnungsbestand hier für den Artikel 4 minus 1, haben gesagt, aber wir haben jetzt ein Stück gerade da. Das ist wichtig. So, was passiert nun beim Abschließen der Inventur? Dadurch, dass wir an dieser Stelle gesagt haben, wir wollen alle Artikel bewerten, die wir im Artikelstamm haben, erfolgt auch eine komplette Bewertung. Ja? Wenn Sie sagen, ich will nur ein paar bestimmte Artikel haben oder Artikel einer Warengruppe, hätten Sie das im Vorfeld definieren können. An dieser Stelle ist es zu spät. Da können Sie nicht mehr sagen, ich will den Artikel weg haben, sondern da werden die Artikel bewertet, die Sie hier in der Liste haben. Ja? So, nun können wir sagen, wir wollen die Inventur abschließen. Nun sagt natürlich Wabi Profi 3, hey, lieber Benutzer, mach mal lieber eine Datensicherung. Ha? Um einfach sicherzustellen, wenn Sie feststellen, oh, da habe ich ja was vergessen,
Ja? Da habe ich vergessen, Artikel einzugeben. Oder Sie haben noch Artikel gefunden. Können Sie das dann noch eingeben? Also gehen Sie auf Datensicherung und sagen, Sie wollen eine Datensicherung erstellen. Wenn Sie die Datensicherung erstellt haben, machen Sie es bitte wieder genauso. Das heißt, Sie öffnen Ihren Arbeitsplatz, gehen auf Ihr Laufwerk C, also in unserem Beispiel ist es G, dann unser Wabi Profi 3 Verzeichnis, wählen den Backup-Ordner und kopieren uns diese Datei mit einem Rechtsklick, kopieren. Nun gehen wir hier auf Inventur und dann können Sie das umbenennen, dass Sie einfach sagen, hier vor IV-Start zum Beispiel, also vor Inventurstart, dann sagen wir hier Rechtsklick einfügen, dann sage ich hier ändern, also mit F2 vor Abschluss, vor Inventur IV. So, somit ist wirklich sichergestellt, dass wenn irgendwas schief geht, Sie jederzeit den Zustand wieder reproduzieren können. Also machen Sie das, das sehen Sie, das ist nicht viel Aufwand und geht eigentlich relativ flott. So, wir haben eine Datensicherung erstellt. Wir klicken nun auf Anwendungen, Inventur, Anlegen, Bearbeiten und nun auf Listen, Inventur abschließen und drucken. Jetzt sagt er, ja, willst du das wirklich? Ja, das wollen wir. Hier sagt er natürlich, hey, was willst du denn ausdrucken? Sie sollten natürlich hier auch alle Artikel auswählen. Wir können den Drucker nun bestätigen. So. Alles gut. So, jetzt hat er die Inventur abgeschlossen. Wir schauen uns zuallererst mal an, was denn im Artikelstamm passiert ist mit unseren zuvor deklarierten oder aufgeführten Artikeln. Unseren Artikel 1 haben wir 9 gezählt. Wir schauen an, wir haben 9 im Bestand. In der Gegenüberstellung sehen wir, dass wir hier eine Inventurberichtigung haben. Denn laut Eingangsmenge haben wir 10 gehabt. Das war auch unser eröffneter Inventurbestand. Hier 10. Wir haben aber nur 9 gezählt, also fehlt 1. Geklaut, haben Sie vergessen abzuschreiben, wie auch immer. Das passt auf jeden Fall. Unser Artikel 2 haben wir 6 Stück im Bestand. Schauen wir uns an. Auch die Gegenüberstellung vielleicht dazu, F12. Wir haben 5 Stück bekommen. Sie haben aber 6 Stück eingegeben zum Abschluss der Inventur. Hier gezählter Bestand, 6, da, hier. Das bedeutet, es ist ein Artikel hinzugekommen. Auch wieder hier die Situation, Sie haben vergessen, irgendwann Wareneingang zu machen. Anders kann es ja nicht sein. Oder irgendein Kunde hat Ihnen den Artikel einfach wieder reingelegt. Man weiß es nicht so genau. Okay, passt also auch. Unser Artikel 3 wird jetzt interessant. Wir hatten für diesen Artikel 3 ja nichts gezählt, also 0. Wir haben aber 2 Stück verkauft, somit hatten wir einen eröffneten Inventurbestand von minus 2. In der Gegenüberstellung sehen wir das auch sehr schön. Wir haben hier 2 Stück verkauft. Dadurch, dass wir 0 als Eröffnungsbuchung, also das heißt als Eröffnungsbestand hatten, wir aber 2 verkauft haben, ist natürlich unser Bestand auf minus 2 gerutscht. Weil er gesagt hat, okay, hast du nicht, also muss ich natürlich das abziehen, weil der Artikel ja auch eine Lagerführung hat. So weit, so gut. Okay, muss er abziehen. Aber minus 2 gibt es zum Abschluss einer Inventur nicht, sondern die kleinste verfügbare Menge ist 0. Somit muss eine Korrektur buchen, also das heißt ein Warenzugang von der Minusstückzahl auf 0 erfolgen oder auf den gezielten Wert erfolgen, in unserem Beispiel 0. Also minus 2 bedeutet, es sind 2 Stück zurückgekommen. Minus 2 plus minus 2 ist einfach dann 0, was in unserem Beispiel auch so ist. Unser Artikel 4, 0 im Bestand, 1 verkauft, wir hatten minus 1 im Bestand und wir haben nun 1 gezählt. Artikel 4 hat 1 im Bestand, sieht dann wie folgt aus. Wir schauen uns eine Gegenüberstellung an. Nichts bekommen, 1 verkauft, wir hatten und wir sollen, wir haben einen Endbestand von 1, also minus 1 auf 1 ist halt einfach minus 1 plus minus 1 ist 0 plus minus 1 ist 1. Demzufolge haben wir eine Inventurzählung oder eine Inventurberichtigung von minus 2, also das heißt 2 im Zulauf, und dass wir auf unseren gezählten Endbestand der Inventur kommen. Korrekt. Und letztendlich unser Artikel 5. 3 Stück im Bestand, 6 gezählt. Das bedeutet F12. 3 Stück bekommen, 3 Stück als Inventurberichtigung hier eingetragen, also im Zulauf. 3 plus minus 3 ist halt dann einfach auch 6. So, somit, so funktioniert die Inventur. Also ganz wichtig, es werden alle Artikel bewertet
und ein Nullbestand in der Inventur gibt es nicht. Also ein Minusbestand in der Inventur gibt es nicht. Es erfolgt immer eine Korrekturbuchung auf den kleinsten verfügbaren Wert von 0 oder von der von Ihnen eingegebenen Zählmenge. So, jetzt habe ich fast 10 Minuten mich darüber verloren, aber es ist ein wichtiges Thema, damit Sie einfach verstehen, wie funktioniert die Inventur. Und genau das ist das Prinzip. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, schauen Sie sich ruhig die anderen Videos zur Inventur an, auch sehr, sehr hilfreich. Brauchen Sie bloß unseren Online-Searcher starten und dann hier einfach Inventur eingeben. Inventur. Und dann sehen Sie hier auch schon die MDA-Variante, die normale Variante, die haben wir jetzt gerade angesprochen. Hier die normale Variante und gleichzeitig Verkauf und Inventur, also normale Variante und die dementsprechenden Korrekturen dazu. Also wie Sie, wenn Sie sich verzählt haben, quasi in den Listen eine Zählkorrektur in einer aktiven Inventur einfügen. Abschließend in der Bewegungsübersicht sehen Sie natürlich auch, was Sie gemacht haben. Hier haben Sie das Häkchen Inventur. Wo finden Sie es? Unter Statistik, also Auswertungen, Statistik und dann hier bei, ich muss hier erstmal selber suchen. Ist jetzt nicht so gut. Wo haben wir es denn hier? Bewegungsübersicht. Und da können Sie sagen, ja, zeigen wir mal, was Sie da bei der Inventur gemacht haben. Dann lassen Sie sich das aktualisieren. Und dann sagen Sie hier, Sie haben eine Inventur abgeschlossen. Also das heißt, hier haben Sie gesagt, Sie wollen nur das ausdrucken. Und hier haben Sie das am Server abgeschlossen. Sie haben beide Fragen zum Abschließen mit Ja bestätigt und so weiter. Das heißt, hier wird einfach festgehalten, was Sie auch gemacht haben. Damit Sie auch dann wissen, wir hatten da was gemacht oder wir hatten da was gedrückt.